Hi, ich bin hier gerade in der Hauptstadt der Alpen. Hinter mir seht ihr schon die Anna-Säule und die Nordkette aufragen. Und ich nehme euch heute mit zu den besten Sehenswürdigkeiten in Innsbruck und zeige euch, was man hier in der Umgebung alles machen kann. Viel Spaß! Das ist schon echt einer der besten Aussichtsberge hier in der Umgebung. Das denkt man gar nicht von unten. Das ist mega beeindruckend, vor allem, weil da eben auch noch jemand runtergesprungen ist. Willkommen in Innsbruck. Die Anreise ab München dauert etwas mehr als anderthalb Stunden mit dem Zug. Und das Gute ist ja dann, dass ihr hier auch fast alles fußläufig erreichen könnt. Wir stehen jetzt nämlich hier zum Beispiel schon mittendrin in der Altstadt mit ihren bunten Häuserfassaden. Und dahinter mir, das was da oben so glitzert, ist dann auch direkt schon das Wahrzeichen Innsbrucks. Das goldene Dachl. Es besteht aus 2657 vergoldeten Schindeln. Einige Originale sind im Museum ausgestellt. Hier kann man so eine Dachziegel sogar mal berühren. 500 Gramm wiegt so eine Schindel. Wenn ihr das goldene Dachl von oben sehen wollt, dann lohnt sich der Aufstieg auf den Stadtturm. Von hier sieht man auch sehr schön über die gesamte Stadt hinweg und wie Innsbruck von den Bergen umgeben ist. Gleich nebenan liegt die kaiserliche Hofburg. Kaum zu glauben, dass das herrschaftliche Gebäude von Maria Theresia und von Sissi eigentlich nur so als Ferienhäuschen genutzt wurde. Mich hat der Riesensaal am meisten beeindruckt. Es ist schon Wahnsinn, wie prunkvoll dieser Saal ist. Mit all diesen goldenen Verzierungen, den riesengroßen Gemälden. Und hört mal, wie meine Stimme hallt, wenn ich hier rede. Also schon sehr besonders. Besucht unbedingt auch die Hofkirche. Schaut mal, wie schön verziert der Innenraum mit seinen Marmorsäulen und der weißen Decke aussieht. Von der City ist es nicht weit bis in die Natur, zum Beispiel hier zum Solsteinhaus. Das ist eine Hütte mitten im Karwendelgebirge. Da haben wir neulich auch übernachtet und dazu gibt es natürlich auch ein Video. Das verlinken wir euch mal da oben in der Ecke. Und auch auf der anderen Seite von Innsbruck waren wir schon häufig unterwegs, haben da hin und wieder die Wanderschuhe geschnürt, spektakuläre Klettersteige erklommen und immer über gute Aussichten auf die Stadt gestaunt. Der Patschakofel ist der Hausberg von Innsbruck. Das erste Stück geht's bequem mit der Seilbahn nach oben. Danach sind es dann noch knapp 300 Höhenmeter zu Fuß bis zum Gipfel. Das ist schon echt einer der besten Aussichtsberge hier in der Umgebung. Das denkt man gar nicht von unten. Genau gegenüber liegt die Nordkette. Hier empfehle ich den Goetheweg. Ihr solltet allerdings schwindelfrei und trittsicher sein, denn der Weg ist an sich nicht schwer, aber es geht manchmal ganz schön steil nach unten. Dafür habt ihr sensationelle Blicke auf die umliegende Bergwelt. Felix hat es euch eben schon gezeigt, dahinter mir liegt das Wettersteinmassiv mit der Zugspitze drin. Und dann auf der anderen Seite haben wir jetzt auch einen sensationellen Blick. Wir blicken darunter Richtung Brenner. Da rechts daneben sieht man die Serles hochragen. Dort sieht man den Patschakofel, da kann man die Antenne ganz eindeutig erkennen. Und unter uns liegt natürlich Innsbruck. Wer noch wagemutiger ist und schon erste Klettersteigerfahrung mitbringt, kann auch geradewegs über den Grat kraxeln. Der Innsbrucker Klettersteig führt auf über 2000 Meter Höhe oberhalb vom Inntal immer am Fels entlang. Wenn ihr schon an der Nordkette seid, dann lohnt es sich auch, die heimische Tierwelt zu entdecken. Dazu solltet ihr mit der Seilbahn wieder runter zur Hungerburg fahren und dort könnt ihr auf Braunbären treffen. Hier im Alpenzoo in Innsbruck gibt es rund 150 Tierarten und insgesamt 2000 Tiere zu sehen. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie leben alle in den Bergen. Darunter sind Mönchsgeier, Steinadler, Murmeltiere, Luchse, Elche und eben auch Braunbären. Da im Gebüsch seht ihr ihn schon. Er ist ja gerade am Wasserloch. Vielleicht kommt er noch ein bisschen näher. Oder er kühlt sich gerade ab, es ist nämlich ganz schön warm hier. Mein nächster Tipp ist die Bergiselschanze. Hier macht die Vier-Schanzentournee jährlich Station. Ein Lift bringt euch bis zum Schanzentisch in 50 Meter Höhe. Es ist schon stark, hier oben zu stehen und wirklich mal so den Blick in die Tiefe zu werfen. Es ist mega beeindruckend, vor allem, weil da eben auch noch jemand runtergesprungen ist. Im Sommer gibt es nämlich tägliches Showspringen. Und damit sind wir bei Schloss Amtrak. Mitten in einem riesigen Park am Stadtrand liegt das herrschaftliche Schloss. Ein Tiroler Landesfürst hat die mittelalterliche Burganlage als Geschenk an seine Frau in ein Renaissance-Schloss umbauen lassen. Das Herzstück ist der Spanische Saal.
Wie hätte euch dieses Geschenk gefallen? Wusstet ihr, dass man in Innsbruck auf dem Inn auch surfen kann? Da wird man auf dem Surfbrett gegen die Strömung gezogen. Ich bin ja Surfanfängerin und habe das mal ausprobiert. Upstream Surfing heißt diese neue Sportart. Ähnlich wie beim Wakeboarden muss man sich an einem Seil festhalten. Und dann heißt es, das Gleichgewicht halten, Kurven fahren und nicht gleich wieder ins Wasser fallen. Leichter gesagt als getan. Bei meinen ersten Versuchen war ich froh, dass nicht viele Zuschauer am Rand standen. Ja! Ich hab's geschafft, ich stand ganz kurz oben. Ja, nicht so gut wie er. Zur Not könnt ihr euch auch einfach auf das Brett legen und euch durch das Wasser ziehen lassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hätte gar nicht abgelaufen. Oh Gott. Ähnlich rasant geht es auch beim Mountainkartfahren zu. Hier an der Mutterer Alm haben wir uns diese sportlichen Dreiräder ausgeliehen und sind dann mit Vollspeed eine kurvenreiche Schotterstraße nach unten gedüst. Also richtig cool, es macht super viel Spaß. Um die Kurven kann man auch so ein bisschen rumschütteln. Ich habe überall Staub in den Zähnen. Innsbruck kann sich aber auch von einer ganz anderen Seite zeigen. Auf der Nordkette werden am Wochenende entspannte Yoga-Einheiten angeboten. Hier ist es schön, nach einem erlebnisreichen Tag die Energiespeicher hoch über der Stadt wieder aufzuladen. Das ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Also ich wackel da währenddessen immer so ein bisschen. Da das Gleichgewicht zu halten, gleichzeitig sich auf die Atmung zu konzentrieren und dann zwischendurch nochmal den Blick schweifen zu lassen, in welcher Kulisse wir uns hier befinden, sind echt mehrere Challenges auf einmal. Wir sind hier jetzt nochmal auf einer Dachterrasse eingekehrt und lassen uns jetzt den Lillet Rosé Mule schmecken. Das ist doch ein perfekter Abschluss, oder? Habt ihr denn noch weitere Tipps, was man sich in Innsbruck unbedingt anschauen sollte? Dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Da haben wir euch einen Blogartikel verlinkt, wo wir euch alle Sehenswürdigkeiten nochmal zusammengefasst haben. Jetzt freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und cheers. Zum Wohl. Zum Wohl.